Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 83, der Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Maßnahmenpaket des Bundes zur Solarenergie, unterstützt Energiewende in Hessen, Erleichterung bei Steuer- und Bürokratieabbau, helfen den Menschen vor Ort, Drucksache 20-9188. Und als erstes hat die Abgeordnete Kinkel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher! Wir müssen auf allen Ebenen mehr dafür tun, dass die Erneuerbaren schneller ausgebaut werden. Das brauchen wir nicht nur, um die Klimakrise zu bekämpfen, sondern auch raus aus der fossilen Abhängigkeit zu kommen, die uns ja gerade so erpressbar macht, wie wir spüren. In Hessen arbeiten wir nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine daran. Schon im letzten Jahr hat sich die Landesregierung mit einer Bundesratsinitiative dafür eingesetzt, dass die Solarstromerzeugung auf dem eigenen Dach steuerlich erleichtert wird. Die Bundesregierung hat diese Initiative jetzt aufgegriffen, und das ist eine gute Nachricht in Hessen, weil das wird den PV-Ausbau in Hessen noch einmal beschleunigen. Geplant ist eine Änderung des Jahressteuergesetzes. Das klingt jetzt erst einmal sehr trocken und unspektakulär. Aber die steuerlichen Erleichterungen, die damit nächstes Jahr in Kraft treten sollen, die werden einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, um die Energiewende von unten, die Energiewende in Bürgerhand voranzubringen. Konkret sehen die Änderungen vor, dass Einnahmen im Zusammenhang mit Photovoltaik auf Einfamilienhäusern bis zu einer Größe von 30 Kilowatt-Peak, das heißt, das sind die normalen Dachanlagen auf Einfamilienhäusern, komplett von der Steuer freigestellt werden. Das bedeutet, die aufwendige Steuererklärung entfällt. Man braucht keinen kostspieligen Steuerberater, und es ist ganz simpel. Bei bis zu 30 Kilowatt-Peak-Anlagen muss man den Strom nicht versteuern. Das ist gut für Hessen, und das ist gut für die Energiewende. Man konnte sich ja schon länger die Umsatzsteuer von Photovoltaikanlagen erstatten lassen. Das war allerdings sehr kompliziert. Man musste Kleinunternehmer werden und so weiter und so fort. Aber durch diese Regelung wird das gestrafft, entbürokratisiert und senkt gleichzeitig die Kosten für die PV-Anlage. Viele Menschen haben ein eigenes Dach. Kein eigenes Dach, aber z.B. einen Balkon, auf dem sich eine kleine Anlage, ein Balkonkraftwerk, lohnen würde. Hier gab es in der Vergangenheit viel hin und her. Was braucht es für einen Stecker, was braucht es für einen Anschluss und so weiter. Das hat das Ganze auch enorm ausgebremst. Und auch da wird jetzt die Ampel in Berlin eine Klarheit schaffen, sodass auch Balkonkraftwerke sehr viel einfacher zu installieren werden. Wir spüren ja, dass das, was die Energiewende Anfang der 2000er so erfolgreich gemacht hat, also so zu dem Ausbauschub der Erneuerbaren gebracht hat, das war die Einfachheit. Das war die Einfachheit über die EEG-Einspeisung. Jeder wusste, für meine Anlage bekomme ich so und so viel Cent Einspeisevergütung. Das war eine einfache steuerliche Behandlung. Und das war auch die Einfachheit in der Anwendung und in der Installation. Und das wurde, das muss man auch feststellen, das wurde von Jahr zu Jahr komplizierter, was natürlich den PV-Ausbau gebremst hat. Und ich möchte mal sagen, dass es auch bewusst komplizierter gemacht wurde, um auch zum Teil die Energiewende auszubremsen. Aber diese geplante Änderung, die jetzt kommt, hat ganz unmittelbare Konsequenzen. Mein Nachbar hat mir erzählt, dass er bisher nur 9,9 Kilowatt-Peak aufs Dach gemacht hat. Das heißt, die Grenze, die bisher galt für steuerfreie Anlagen, weil er eben diesen komplizierten, aufwendigen steuerlichen Behandlungen aus dem Weg gehen wollte. Und als ich ihm von den Änderungen erzählt habe, hat er gesagt, das sind ja gute Nachrichten, hat dann sich sofort angemacht, die neuen zusätzlichen Module zu bestellen und wollte sein Dach oder wird sein Dach dann vollständig mit PV belegen. Und so geht es vielen Einfamilienhäusern, und ich bin mir sicher, dass das noch einmal einen enormen Schub für die Energiewende von unten geben wird. Und diese ganze Entwicklung zeigt ja auch, dass sich Solarenergie nicht nur rechnen muss. Das tut sie ja schon lange. Also Photovoltaikinstallationen sind in der Regel wirtschaftlich.
Aber die Hürde ist eben auch, wie leicht und einfach das ist. Wir haben in Hessen das Solardachkataster, wo jeder gucken kann, ob sich das eigene Dach für Solarstromerzeugung lohnt. Und jetzt kommt diese steuerliche Erleichterung dazu. Und so wird es wirklich unkompliziert für alle, die ein eigenes Dach haben, eigenen Strom herzustellen. Das wollen gerade in der aktuellen Situation so viele Menschen machen. Und wenn wir dann noch mehr Solateure und die Module auch bekommen, dann wird die Energiewende hier in Hessen weiter Fahrt aufnehmen. Von daher ist das eine gute Nachricht aus Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Bitte auch um Entschuldigung für das etwas Durcheinander hier, aber wir hatten gerade drei Platzwechsel und irgendwie ist das mit Krach verbunden. Als nächstes Herr Heidkamp. Das ist wie auf der Tanzfläche, Herr Bellino, jawohl. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir interpretieren das Thema der Aktuellen Stunde von Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-91A8, so, dass es Ihnen im Wesentlichen um die geplanten Steuererleichterungen und den Bürokratieabbau bei dem Ausbau der Photovoltaikanlagen geht, als entscheidender Lösungsansatz für die massiven Probleme bei dem Umbau der Stromproduktion. Gefehlt hat uns lediglich der Hinweis, dass damit auch die restlichen drei Atomkraftwerke jetzt zum Jahresende wirklich abgeschaltet werden können. Da wir uns zurzeit in einer Situation befinden, in der wir fast alle Möglichkeiten zusätzlicher Produktion einsetzen müssen, fiel es uns natürlich schwer, diese Maßnahmen nicht zu begrüßen. Uns fehlt aber ein Gesamtkonzept über die Wirkung dieses Vorhabens für die gesamte Stromproduktion und die in keiner Weise angesprochenen Auswirkungen auf die Netzstabilität und eventuell notwendige zusätzliche Investitionen zu deren Absicherung. Ein großer Erfolg könnte zum Problem werden, da durch die massive Dezentralisierung der Produktion und Einspeisung die Notwendigkeit entsteht, entweder lokal oder in der Peripherie große Speicherkapazitäten oder schnell einzuschaltende Reservekraftwerke einzurichten und zu betreiben. Die letzten würden mit aller Wahrscheinlichkeit und nach bisher zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten Gaskraftwerke sein, womit das Ganze ins Absurde abrutscht. Wie ich aus eigener Erfahrung als Bewohner einer größeren Wohnanlage weiß, und das widerspricht dem vorherigen Vortrag hier, beschränken sich die Hürden für den Aufbau von Photovoltaikanlagen nicht nur auf die steuerliche Behandlung des Kaufs einer solchen Anlage, des Verkaufs des produzierten Stroms und der damit einhergehenden Bürokratie, sondern es werden weitere massive Eingriffe in die Rechtsverhältnisse von Eigentümern und Mietern notwendig. Unsere Eigentümerversammlung hat sich daher gegen die Photovoltaikanlage entschieden, und das lag nicht an den 19% Mehrwertsteuer. Diese erst einmal sympathisch daherkommende und insbesondere von Hessen und Baden-Württemberg unterstützte Maßnahme erinnert mich im Lösungsansatz an Infrastrukturprojekte im China der 50er und 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, wie den großen Sprung nach vorn. Als auch kleine Bauernhöfe eine eigene Stahlproduktion aufbauen sollten und dabei ihre Kochtöpfe eingeschmolzen haben. Mao hat wahrscheinlich auch selbst nicht an den Erfolg seiner Kampagne geglaubt, aber seine lieben Chinesen waren erst einmal mit der Umsetzung seiner idealistischen Ideen beschäftigt, womit die wirklichen Probleme der Kulturrevolution in den Hintergrund traten. Der Wahlkampf in Hessen lässt grüßen. Bevor wir aber jetzt den nächsten Ansturm auf die Baumärkte und die heute schon überbeschäftigten Handwerksbetriebe auslösen, muss unbedingt geklärt werden, welcher Aufwand an Speicherkapazität, Regelungstechnologie, Elektronik und Reserveproduktionskapazität gleichzeitig aufzubauen ist. Unser wirklicher Schwerpunkt sollte auf die Sicherstellung einer gesicherten, preiswerten Grundlast abzielen und nicht auf die weitere Erhöhung des Anteils einer volatilen Stromproduktion wie aus diesen privaten Photovoltaikanlagen.
Der Herr Dr. Poseck erlebt die positive Auswirkung des von ihm verkündeten Ortszahls zum GZSG. Sonst hätte diese Regierung Hessen mit Photovoltaikanlagen regelrecht zugepflastert. Wir bedanken uns beim Kollegen. Und jetzt kommt Herr Gernke für die Fraktion der Linken. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bisher war es ja so, dass man Kommunist ist, wenn man die Rente erhöht. Jetzt hat es die Ampel getroffen. Nun sind Sie auch alle China-kommunistisch durchseucht, weil Sie die Steuern erleichtern wollen bzw. entbürokratisieren wollen mit Blick auf Solaranlagen. Ich denke, was klar ist, wer gewerblichen Solarpark betreibt, der macht jetzt ordentlich Gewinne, der soll auch weiter Steuern bezahlen. Aber wenn es darum geht, dass Einzelpersonen an ihrer Wohnung oder an ihrem Haus für kleine Erträge, um die es hier ja jeweils einzeln nur geht, dann von der Umsatzsteuer befreit werden, dann ist das eine sehr sinnvolle Entbürokratisierung. Und das ist vom Grundsatz her erstmal eine vernünftige Regelung, die vorgeschlagen wird. Und aus unserer Sicht ist es in der Tat sehr wichtig, dezentral vor Ort auch Strom zu erzeugen, erneuerbar und nicht in den Händen der Energiekonzerne. Und das wird damit ja auch befördert. Und das ist auch erstmal in Ordnung. Kommt ja nicht so oft vor, dass seitens der Ampel da was Sinnvolles gemacht wird. Sollte aber auf der anderen Seite, was jetzt die Dimension und die Bedeutung angeht, natürlich nicht davon ablenken, was denn noch alles zu tun wäre im Bereich der erneuerbaren Energien insgesamt, aber auch, worüber wir hier jetzt reden, im Bereich der Photovoltaik. Aus unserer Sicht müssten den Gemeinden kommunale Solarsatzungen erlaubt werden. Wir erinnern uns noch an Marburg als Pionierfunktion. Die Stadt wollte per kommunaler Satzung dafür sorgen, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern bei der Dachsanierung oder Heizungserneuerung zum Einbau von Solaranlagen verpflichtet werden. Und das Land Hessen hat dann die HGO geändert, um das entsprechend zu verhindern. Und zweitens, die Dächer der Landesliegenschaften müssen endlich systematisch für Photovoltaik genutzt werden. Da gibt es ja noch viel Platz. Da ist jetzt gesetzlich einiges geändert worden. Aber in welcher Geschwindigkeit das dann jetzt alles umgesetzt wird, das könnte sein, dass das noch ein bisschen schneckig zugeht. Jedenfalls, wenn man extrapoliert, wie ist es in den letzten 10 Jahren gewesen, mache ich mir Sorge, auch wenn da jetzt zwar gesetzliche Anforderungen gestellt werden. Es muss ja auch darum gehen, das dann entsprechend umzusetzen. Und da ist Photovoltaik dann eben nur ein Bereich. Ein anderer Bereich wäre eben die Windkraft, wo wir zum Thema Schnecke kämen. Auch da geht es eben alles viel zu langsam. Und das alles basiert ja auf Prognosen eines Stromverbrauchs, die vor 10 Jahren noch wesentlich niedriger gelegen haben, als das jetzt der Fall ist, wenn es insgesamt darum geht, Elektrifizierung des Automobilverkehrs beispielsweise, dann wird das ja auch ganz andere Anforderungen mit sich bringen, was die Menge angeht an erforderlichem Strom. Und der muss selbstverständlich regenerativ erzeugt werden. Nur wenn sozusagen die Anforderung höher wird, dann müssen auch die Maßnahmen entsprechend ambitionierter werden. Und da finde ich jetzt das Abfeiern hier der Frage der Mehrwertsteuer von Seiten der Ampel, also wie gesagt, es ist eine Regelung, die in Ordnung ist, aber angesichts dessen, vor welchen Anforderungen wir stehen, scheint mir das jetzt etwas unterambitioniert. Kollege Gernke, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Licher zu. Nein, lasse ich nicht zu. Müsste ich einen Ordnungsruf kassieren, deswegen würde ich das nicht begründen. Vielen Dank. Herr Kollege Ruhl, wo ist er denn? Da hinten. Bis der aus dem Vogelsberg angereist ist.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal vielleicht zu den beiden Vorrednern, Kollege Heidkamp, da kann man eigentlich nicht zusammenfassen. Ahnungsfrei und Spaß dabei. Sie haben keine Ahnung vom Betreiben einer Solaranlage. Wirklich überhaupt nicht. Und zum Kollegen Gernke, Ihnen erkläre ich das nachher auch noch einmal, warum es sinnvoll ist, die Lösung mit der Umsatzsteuer. Da komme ich jetzt gleich in der Rede dazu, weil das haben Sie nämlich auch nicht verstanden. Also, erst einmal, wir reden hier über Erleichterungen im Steuerrecht. Und das ist erst einmal eine gute Nachricht für Dachsolaranlagen. Denn die bisherigen Steuerregeln wirkten allein wegen der Kompliziertheit abschreckend für mögliche Investoren. Um das einmal zu beschreiben, wenn ich eine Solaranlage mir aufs Dach gelegt habe, dann musste ich zunächst auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, damit ich die Umsatzsteuer, die Vorsteuer ziehen konnte. Das ist nämlich der Grund, damit ich den Nettopreis habe und nicht den Bruttopreis und diese 19% günstiger bin. Dann musste ich danach 4 Umsatzsteuervoranmeldungen im Jahr machen, nämlich einmal pro Quartal, eine Umsatzsteuererklärung am Ende des Jahres. Ich musste ausfüllen die Anlage S für Einkünfte aus selbstständiger Arbeit in der Einkommensteuererklärung. Ich musste eine Einnahmenüberschussrechnung machen und eine Gewerbesteueranmeldung. Und das Ganze für, wir reden jetzt mal über größere Dachsolaranlagen bis 30 kW Peak. Das bedeutet bei einem Einfamilienhaus, dass ich eine Ost-West-Dachneigung habe und beide Seiten vorlege. Und dann reden wir über einen Jahresgewinn von heute vielleicht noch 200 €. Und dafür machen wir den ganzen bürokratischen Aufwand. Und wenn ich dann auch noch im Steuerrecht nicht sonderlich firm bin und mir dann noch einen Steuerberater dafür nehmen musste, dann hat dieser Steuerberater mit seiner Gebühr meinen Gewinn schon aufgefressen, überkompensiert, und dann war ich schon in der Verlustzone. Und dann muss man das Ganze auch auf der anderen Seite noch betrachten. Denn auf der anderen Seite haben wir auch Menschen in der Finanzverwaltung, die dann das Ganze auch noch prüfen mussten. Und das für ein überschaubares Steueraufkommen, sodass am Ende sogar die Ausgaben der Finanzverwaltung höher als das waren, was wir über die Steuer eingenommen haben. Und von daher haben wir schon in 2021 eine Bundesratsinitiative des hessischen und des bayerischen Finanzministeriums gehabt. Und das Ziel war eine Vereinfachung bei den Ertragssteuern für privat genutzte Anlagen bis 30 kW Peak. Das BMF hat daraufhin eine Vereinfachung eingeführt bis zu 10 kW Peak bei den Ertragssteuern. Und deswegen haben wir in diesem Jahr eine weitere Initiative gehabt, dann jetzt gemeinsam mit Baden-Württemberg für eine Vereinfachung für 30 kW Peak und eine Vereinfachung bei der Umsatzsteuer. Und das habe ich jetzt gerade erklärt, warum die Vereinfachung bei der Umsatzsteuer wichtig ist. Und jetzt lässt auch die Europäische Union eben diese Vereinfachung bei der Umsatzsteuer auch zu, dass ich eben eine Solaranlage auch zum Nettopreis verkaufen kann, also dass ich dort auf die Umsatzsteuer unter bestimmten Voraussetzungen verzichten kann. Und dem ursprünglichen Entwurf der des Jahressteuergesetzes war aber diese Ausnahmeregelung der EU gar nicht enthalten. Also hat die Ampel in Berlin da sogar zunächst geschlafen, musste erst darauf angestoßen werden. Aber jetzt übernimmt der Bund ja die hessischen Vorschläge zur Vereinfachung, also eine Vereinfachung bei der Ertragssteuer bis zu einer Dachanlage bis 30 kW Peak. Die Erleichterung bei der Umsatzsteuer habe ich gerade beschrieben. Und aus meiner Sicht soll der nächste Schritt auch eine Vereinfachung bei den Mieterstrommodellen sein. Denn diese Mieterstrommodelle sind gestrickt für institutionelle Vermieter. Und die meisten Vermieter im Land sind aber kleine Privatvermieter. Und für die sind die aktuellen Regelungen immer noch ein Hemmnis. Und nicht umsonst haben wir auf den meisten Mietshäusern eben kein Solardach. Wir haben immer noch viele ungenutzte Dachflächen. Deshalb ist es gut, dass der Bund hier auf Hessen hört und bürokratische Hemmnisse abbaut. Dadurch schaffen wir Anreize und steigern die Attraktivität, ganz ohne Pflicht und Zwang. Also, meinen herzlichen Dank ans hessische Finanzministerium für diesen sinnvollen und erfolgreichen Einsatz auf Bundesebene. Vielen Dank. Auch vielen Dank, Kollege Grüger für die SPD. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann alles das unterschreiben und unterstreichen, was die hochgeschätzte Kollegin Kaya Kinkel hier vorgebracht hat. Die Ampel in Berlin hat sich viel vorgenommen, unter anderem eine Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, ein Lösen der Fesseln, die ihnen angelegt wurde in der düsteren Zeit.
Hallo, nein, nein, nein. In der düsteren Zeit, in der wir gerade nicht regiert haben, es gab nämlich da so mal so eine schwarz-gelbe Episode mit den Herren Altmaier und Rösler. Und da, das kann man sich übrigens sehr schön an den Ausbaufahrten anschauen. Den größten Einbruch haben wir genau da gehabt, ja, 2009, als CDU und CSU und FDP in Berlin versucht haben, die erneuerbaren Energien abzuwürgen. Und das machen wir jetzt, versuchen wir wieder rückgängig zu machen, und zwar mit tätiger Beihilfe der reuigen FDP. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber was hier, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja alles Berlin. Was uns ja interessiert hier im Hessischen Landtag ist, was passiert eigentlich in Hessen? Und das, dazu habe ich jetzt allerdings nichts gehört. Und wenn die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien in ganz Deutschland verbessert werden, dann ja wohl offensichtlich auch in Hessen. Und in Hessen hat es ja Methode zu sagen, das ist alles Berlin schuld, das bei uns irgendwie nicht vorankommt. Deswegen kriegen wir auch 2021 nur 18 Windräder gebaut. Gleichzeitig hat aber Brandenburg 104 Windräder gebaut. Ja, das ist, aber Brandenburg liegt vielleicht auch nicht in Deutschland. Also die Rahmenbedingungen werden jetzt verbessert, auch in Hessen. Was wird die hessische Landesregierung eigentlich machen, um diese Rahmenbedingungen auszunutzen? Weil Tatsache ist ja, dass das Brandenburg-Beispiel sagt es ja. Die Rahmenbedingungen in Hessen sind nicht gut. Weder für den Ausbau der Windkraft noch für den Ausbau der PV. Da muss dringend jetzt auch was geschehen. Die Vorgaben, die im Landesentwicklungsplan gemacht werden, sind nicht gut für den Ausbau der Windenergie. Das sehen wir. Das ist eine der Ursachen dafür, dass der Ausbau der Windenergie in Hessen stockt. Und die Landesregierung feiert sich jetzt dafür, dass sie mit 1,9% das 2%-Ziel erreicht hat der Landesfläche. Also ich habe in der Schule gelernt, 1,9% sind nicht 2%. Das 2%-Ziel ist nicht erreicht. Und wenn man nachher 2% am Ende erreichen will, muss man sogar größere Flächen ausreißen. Wir haben in Mittelhessen zumindest da den richtigen Ansatz gewählt und haben 2,2% der Landesfläche ausgewiesen. Aber woanders gibt es da wohl größere Probleme, insbesondere da, wo es eine grüne Regierungspräsidentin gibt. Offensichtlich scheint Grün ja nicht so richtig zu wirken. Das sind die Themen, mit denen wir uns hier befassen müssen. Das sind die Themen, mit denen wir uns hier. Die Landesregierung legt ein hessisches Energiegesetz vor und feiert sich dafür, dass in diesem hessischen Energiegesetz jetzt sie sich selbst verpflichten will, dass Solaranlagen auf Landesliegenschaften angebracht werden sollen. Warum ist das nicht schon längst geschehen? Wie lange regiert denn Schwarz-Grün jetzt hier? Warum ist das nicht schon längst geschehen? Und nebenbei, Freudsche Fehler, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja. Aber warum? Die Landesregierung könnte mit einer einfachen Verordnung das sofort in die Wege leiten, sofort, und sich den Rückenwind aus Berlin damit abholen. Warum passiert das nicht? Nein. Das Problem ist, ohne diese Maßnahme wäre das hessische Energiegesetz halt sehr, sehr mager. Weil das Einzige, was dann noch übrig bleibt an innovativer Kraft, ist Carports auf Parkplätzen, die dann mit PV-Anlagen bestützt werden, allerdings unter ganz vielen Umständen und mit ganz vielen Einschränkungen. Das ist alles. Schauen Sie in die Nachbarländer, da wird weitaus mehr gemacht und da wird jetzt auch weitaus mehr geplant. Also Hessen ist überhaupt nicht vorn, Hessen ist hinten, auch bei der Energiewende, und deswegen brauchen wir dringend Regierungswechsel hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grüß. Herr Kollege Grüger, als Nächster der Fraktionsvorsitzende der FDP, René Rock, und wie Kollege Lorz immer sagt, aus Seligenstadt. Mike, hast jetzt aber nichts gesagt. Das stimmt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Grünen haben heute das Thema Photovoltaik und das Thema Bundesregierung auf die Tagesordnung gesetzt. Lassen Sie mich dazu drei Anmerkungen machen. Wir als Freie Demokraten, und ich war ja selbst in der Arbeitsgruppe, die im Koalitionsvertrag in Berlin damals mitverhandelt hat, wir begrüßen natürlich die Entbürokratisierung. Es ist ganz klar, dass bis jetzt gerade durch das EEG viele Vorgänge sehr stark bürokratisch belastet worden sind. Damit müssen wir natürlich auch akzeptieren bei dieser Entbürokratisierung, dass ein Mehrwertsteuerprivileg, das auch möglich geworden ist, jetzt umgesetzt wird.
Sonst ist diese Entbürokratisierung natürlich nicht möglich. Aber der zweite Punkt ist, bis jetzt war es ja so, dass Dachphotovoltaikanlagen nur 70% des Stromes ins Netz abgeben durften, weil die bisherige Priorität war ja, dass man mit seiner Dachsolaranlage sich selbst versorgt, dort den Strom erst einmal womöglich mit Batterie stark selbst nutzt und das, was übrig ist, dann einspeichert. Das war bis jetzt die Strategie. Und was dann übrig war, und das durfte nicht mehr als 70% der gesamten Leistung der Photovoltaikanlage sein, durfte gar nicht eingespeist werden, weil man Angst hatte, das Netz zu überlasten. Jetzt gehen wir einen neuen Weg, weil wir natürlich stärker auch regenerative Energien allgemein und die Solarenergie allgemein aktivieren wollen. Das erfordert natürlich auch stärkere Investitionen in die Infrastruktur des Netzes. Und das muss man eben auch sozusagen mitdenken. Darum hätte ich mir gewünscht, dass es natürlich mit dieser Möglichkeit, jetzt auch deutlich größer, also dreimal so große Anlagen zu bauen, es auch eine klare Verpflichtung gibt, dass man diese Anlagen im Zweifel vom Netz nehmen kann und auch, dass das nicht entschädigt wird. Weil auf der einen Seite kriegt man jetzt ein brutal gutes Privileg. Darüber hat hier noch keiner geredet. Also das ist mein Punkt 3. Warum wird Solaranlagen gerne aufs Dach gebaut? Weil man natürlich richtig Geld damit verdienen kann. Weil wenn man den Strom selbst verbraucht, spart man ja momentan auch richtig Geld. Da hat der Kollege hier wenig drüber gesagt. Und das, was jetzt in Berlin auf den Weg gebracht worden ist, das wird ein totaler Booster werden, weil man natürlich richtig viel Geld damit machen kann. Richtig viel Geld. Und wir sind ja eine Steuersenkungspartei, darum kann ich ja erstmal im Grundsatz nichts dagegen haben. Aber ich bin schon irritiert, mit welcher Vehemenz man die kalte Progression oder die Reduzierung der kalten Progression im Einkommensteuersatz bekämpfen kann, wo es um 200 Euro für einen Bürger im Jahr geht, der Steuern zahlt, um 200 Euro. Da kann man mit Vehemenz kämpfen, obwohl die größte Entlastung für die unteren Einkommensschichten sind. Und hier geht es maßgeblich im ganz großen Schwerpunkt um Menschen, die Eigentum haben. Das sind 50% der Deutschen, dann müssen die nicht nur Eigentum haben, dann müssen sie auch Geld haben, um mal zu investieren und auch am besten eine gute Lage. Da schränken wir wieder die Menge der Menschen ein, die von dem Steuerprivileg jetzt profitieren können. Und ich will es nur mal sagen, also Sie erhalten bei einer 10 kW-Anlage erhalten Sie bis zu 1.300 Euro steuerfrei, frei von Mehrwertsteuer, frei von Einkommensteuer. Und wenn Sie die dreimal so starke Leistung eben installieren, dann sind das fast 4.000 Euro im Jahr, die Sie dann steuerprivilegiert erhalten für diese Anlage, jedes Jahr. Und wir sprachen bei der Bekämpfung der kalten Progression von 200 Euro Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Also ich will nur sagen, liebe Grüne, ich verstehe, dass Sie das hier nicht zum Kernthema Ihres Vortrags gemacht haben, aber Sie können natürlich denken, dass wir als Freie Demokraten das bemerkt haben, und ich halte das für überzogen. Die Privilegierung bei der Umsatzsteuer, um die Bürokratie abzubauen, ist super. Aber jetzt noch mal so ein Booster. Jeder, der nur klar denken kann, muss sich jetzt so eine Anlage aufs Dach machen, weil das natürlich die beste Möglichkeit ist, steuerfrei an Geld zu kommen. Und es werden allerdings nur ein gewisser Ansatz der Deutschen dazu in der Lage sein. Von daher, es wird den Ausbau der Solaranlagen und der Photovoltaik massiv beschleunigen in unserem Land, falls man eine Anlage kriegt und ein Handwerker, der sie auch draufschraubt. Das wird gigantisch sein. Man hat ja auch die Vergütung im EEG verdoppelt. Also es wird ein Riesenanreiz sein. Aber ich bin dafür, dass man Sicherheitspuffer einbaut, sodass der Netzausbau, wenn er nicht damit Schritt halten kann, eben nicht zusätzlich belastet wird, weil das sind auch Kosten der Allgemeinheit. Das müssen ja dann auch alle bezahlen, den Netzausbau. Dass das dann zumindest nicht auch noch sozusagen für die, die jetzt die Anlage im Dach haben, auch noch als kleines Geschenk zusätzlich kommt. Von daher ein bisschen Maß halten bei den Privilegien, den Steuerprivilegien für besondere Gruppen, und ein bisschen mehr angemessene Debatte, wenn die Freien Demokraten die arbeitende Mitte der Gesellschaft um 200 Euro entlasten wollen, wenn man dann solche Vorschläge macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Rock. Der Kollege Heidkamp hat noch 48 Sekunden. Die wollte er voll ausnutzen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Ruhl, als ehemaliger Geschäftsführer einer GmbH kenne ich mich aus mit Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Einkommensteuer. Können Sie davon ausgehen. Ich habe das selbst auch gemacht, und ich kann Ihnen sagen, es war wesentlich leichter, als die Grundsteuer auszufüllen. Danke. Okay. Ja, keine Wortmeldung aus dem Plenum, sodass der zuständige Staatsminister das Wort hat. Herr Al-Wazir.
Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Letzte Woche hat die Bundesregierung mit dem Entwurf des Jahressteuergesetzes sowie mit weiteren Maßnahmen wirklich bedeutende Verbesserungen für die Energiewende auf den Weg gebracht. Und bevor ich auf die inhaltlichen Punkte eingehe, möchte ich erst einmal danken. Ich möchte ausdrücklich meinem Kollegen Michael Boddenberg danken, der als Finanzminister sich wirklich schon sehr lange genau dafür eingesetzt hat, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Finanzministerkonferenz und jetzt letztlich auch Erfolg hatte. Insofern ist das auch ein Erfolg sozusagen der Finanzminister in diesem Land und vor allem von Michael Boddenberg. Sie sehen, wir arbeiten gemeinsam an der Energiewende hier Schwarz-Grün, gemeinsam mit Baden-Württemberg, in dem Fall die letzte Initiative, am Ende mit einem Ergebnis in einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, gebildet aus SPD, Grünen und FDP. Und deswegen kann ich auch nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lieber Kollege Grüger, jetzt freut euch doch mal. Jetzt freut euch doch mal. Es gibt ja das alte chinesische Sprichwort, wer nicht lächeln kann, sollte keinen Laden eröffnen. Und ich sage Ihnen dazu, wer immer nur motzt, wird auch keine Wahl gewinnen. Jetzt freut euch doch mal. Also, wir haben es gemeinsam auf den Weg gebracht. Und ich sage das ausdrücklich noch einmal. Es geht darum, dass man Photovoltaikanlagen bei Einfamilienhäusern, bei Nebengebäuden bis 30 kW Peak, so heißt das, Leistung von der Einkommensteuer freistellt und in diesen ganzen Fragen der Umsatzsteuer eben für Vereinfachung sorgt, weil es ist angesprochen worden, es war bisher ein unglaublicher Aufwand, der am Ende wahrscheinlich mehr Ertrag bei Steuerberatern hervorgerufen hat als beispielsweise bei denen, die am Ende diese Photovoltaikanlagen betrieben haben. Und weiterer Punkt, der ist noch nicht angesprochen worden, es ist in Zukunft auch Lohnsteuerhilfevereinen erlaubt, Mitglieder da zu beraten. Das durften die bisher nicht. Das war auch ein Teil des Problems. Stichwort nur die Reichen, in Anführungszeichen. Auch da ist ja das mitgedacht worden. Und deswegen finde ich das ausdrücklich richtig. Und ja, Herr Kollege Rock, natürlich geht es darum, dass am Ende sozusagen erst einmal die Investitionsmittel da sein müssen und auch das Dach da sein muss. Natürlich. Aber gleichzeitig kriegen wir damit mit einer sehr kleinen Maßnahme, wenn ich sie mal so nennen darf, die wahrscheinlich unter dem Strich wegen des weniger Aufwands bei den Behörden, die, wenn man es mal genau anschaut, sozusagen für den Staat kein Verlustgeschäft ist, eine massive Investition, die massive Mobilisierung von privatem Kapital in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und genau das brauchen wir jetzt, meine sehr verehrten Damen. Genau das brauchen wir jetzt. Und ich will das ausdrücklich sagen. Ja, wir unterstützen auch die Bürgerinnen und Bürger hier. Wer sich jetzt einmal anschauen will, ob das eigene Dach in Frage kommt, der kann sich das beim Hessischen Solarkataster mit wenigen Klicks im Internet anschauen. Deswegen kann ich an dieser Stelle alle nur raten, machen Sie sich darüber Gedanken. Das wird dazu beitragen, dass wir mehr erneuerbaren Strom im Netz haben. Und mehr erneuerbarer Strom im Netz bedeutet am Ende auch geringere Stromkosten, nicht nur für diejenigen, die den Strom selbst verbrauchen, sondern insgesamt. Wer sich mal anschaut, wie die Strompreise diese Woche so sind, der stellt fest, dass sagen Sie, in Deutschland gerade deutlich niedriger sind als in Frankreich. Woran liegt das? Sie sagen, relativ viel Wind, relativ viel Sonne. Und das heißt relativ einfach, Sie sagen, je mehr erneuerbaren Strom wir im Netz haben, umso bezahlbarer wird der Strompreis. Das haben die letzten Tage und Wochen wirklich gezeigt. Wir haben in den letzten Monaten positive. Herr Lambrou, ich weiß nicht, warum Sie so aufgeregt sind. Erstens, ich habe das Mikrofon. Ich bin draußen sowieso als Einziger zu verstehen, auch wenn Sie hier dazwischenrufen ohne Ende. Zweitens, wer so aufgeregt ist, der scheint offensichtlich ein Problem zu haben mit der eigenen Position. Hören Sie mir einmal zu, vielleicht können Sie noch etwas lernen. Deswegen will ich Ihnen sagen,
Wir haben in den ersten 6 Monaten schon einen deutlichen Anstieg des PV-Zubaus gehabt, wie in den letzten Jahren auch. Es gab einmal dieses Allzeit-Tief. Das war sozusagen, nachdem auf Bundesebene die Regeln so verändert worden sind, dass sich die Investition überhaupt nicht mehr gelohnt hat. Da arbeiten wir uns jetzt Schritt für Schritt raus. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres sind in Hessen 190 Megawatt Photovoltaikleistung zugebaut worden. Das ist ein wirklicher Rekord. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir die Chance, dass wir in diesem Jahr 400 MW Leistung auf die hessischen Dächer bekommen. Das wird helfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird helfen. Die Bundesregierung hat mit dem EEG 2023 die Weichen dafür gestellt, dass dieser Rekordzubau auch nicht der letzte sein wird. Und ja, wir werden auch die Windkraft weiter ausbauen müssen. Sie wissen, Herr Kollege Grüger, das Osterpaket ist auf dem Weg, das Sommerpaket wird diskutiert. Und was die Vorrangflächen angeht, auch da Stichwort Lächeln. Wissen Sie, wenn man bei der Ausweisung der Vorrangflächen für die Windkraft als eines von zwei Bundesländern, es gibt ja 16, als eines von zwei Bundesländern das Ziel für Ende 2027, nämlich 1,8 %, jetzt schon erreicht hat, dann zeigt das ja ganz offensichtlich, dass man jedenfalls hier in Hessen auf dem richtigen Weg ist. Auch da gilt, ja, wir werden uns anstrengen müssen, auch vor Ort. Aber wir arbeiten an der Energiewende, und wir tun das zunehmend erfolgreich, weil jetzt alle Ebenen zusammenarbeiten. Deswegen freuen Sie sich, und lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Uns liegen hier oben keine Wortmeldungen mehr vor, sodass die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt, Herr Grüger, die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 83, hiermit abgehalten worden ist.